Von dem her einen wunderschönen Freitagmittag. Mal wieder ein bisschen ungewohnte Zeit bei mir. Ich weiß. Hallöchen. Hallöchen an alle, die im Lurk sind. Hallöchen an alle, die das VOD im Nachhinein schauen. Hallöchen an die, die da sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag. Ja, wieso streame ich heute schon wieder mittags? Weil ich heute Abend keine Zeit habe und jetzt noch 1,5 Stunden streamen kann, bevor ich dann noch gewisse Sachen machen muss und dann auch Euli noch abholen von der Arbeit etc. Deswegen alles ein bisschen früher heute. Und dafür wird es aber morgen Abend, also am Samstagabend, ein hoffentlich mal wieder ein bisschen längeren Stream geben. Nicht Mario Odyssey, was ich morgen spiele, ob es jetzt Metroid sein wird, ob es Deponia sein wird, weiß ich noch nicht, aber eins von beiden wird es wahrscheinlich morgen Abend definitiv geben. Muss ich aber noch mit Euli abklären, ob das noch passt. Nicht, dass sie morgen Abend geplant hat zu streamen, aber das werden wir dann auch morgen gemütlich sehen. Gibt es noch irgendwas Neues? Ja, tatsächlich habe ich meinen YouTube-Kanal wieder geöffnet. Aus dem Grund, dass ich sage, YouTube dient sich ganz gut als Plattform, um die ganzen Streams auch zu archivieren. Zu sagen, komm, ich werde die ganzen Streams auf YouTube auf meinem Kanal hochladen. Deswegen ist er jetzt auch wieder reaktiviert erstmal. Und ja, moin Lemmy. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Freitag bis jetzt. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich den YouTube-Link bzw. YouTube auch verknüpfen mit dem Kanal demnächst. Dass ihr da auch jederzeit hinfindet, die Streams nachschauen könnt. Die werden in voller Länge dort zu sehen sein, von Anfang bis Ende. Des Weiteren werde ich versuchen, ab jetzt jedes Video, was ich, beziehungsweise jeden Stream, den ich hier auch auf Twitch mache, auch hier auf Twitch zu archivieren. Das heißt, man hier auch die Videos nachschauen kann, wenn man Lust hat. Da muss ich mich halt ein bisschen ranhalten, dass ich da jetzt auch wirklich jedes Mal dran denke, die Videos zu downloaden und auch auf YouTube hochzuladen, beziehungsweise das Ganze auch als Highlight hier auf dem Kanal einzubetten. Das wird aber alles jetzt peu à peu passieren. Und Hallöchen, Lola! Nadil! Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's soweit auch ganz fresh, sagen wir es mal so. Ich bin ein bisschen noch im Urlaubsmodus, merke ich, so ein bisschen müde, so ein bisschen. Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber Urlaub ist ja auch fast wieder rum, deswegen nutze ich jetzt die Zeit, indem ich heute Morgen und vielleicht auch Sonntag nochmal streame, ein bisschen aufholen. Zu den Streams an sich möchte ich gucken, dass ich es wieder schaffe, zweimal bis eventuell dreimal die Woche zu streamen. Versprechen kann ich es natürlich nicht, aber ich habe es zumindest mal vor, weil ich habe das Ganze doch ein bisschen arg schleifen lassen, die letzten Monate und alles so sporadisch. Und ich möchte auf jeden Fall mal gucken, dass ich da wieder definitiv mehr reinkomme und auch wieder mehr streame. Mir geht's bestens. Freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Urlaub, hol dich gut. Ja, ist ja fast vorbei schon. Also habe jetzt fast 2 Wochen Urlaub hinter mir. War eine schöne Zeit und ja, mal gucken, was die nächsten 3 Tage noch so mit sich bringen. Und ja, deswegen, ja, das zum Organisatoren. Weiß nicht, ob wir noch über andere Themen reden können, sollen, müssten. Hab heute frei, morgen und Sonntag arbeiten, dann fängt die neue Woche wieder an. Ja. The same procedures last week. So in die Richtung, ne? Ja, sagen wir mal so, Urlaub tut zwar ganz gut, muss ich sagen, aber ich merke auch, dass ich so ein bisschen unausgelastet bin im Urlaub. Jetzt gerade so in der 2. Woche merke ich das extrem. Dass ich dann auch nicht so ganz weiß, was ich mit mir anfangen soll. Deswegen ich mich doch auch wieder auf die Arbeit zumindest ein bisschen freue, tatsächlich. Ja, sonst über die Directs müssen wir jetzt nicht reden. Das mache ich vielleicht morgen Abend. Dass ich morgen Abend mal kurz ein bisschen reflektiere, was die Nintendo Direct so mit sich gebracht hat. Auf der einen Seite war ich über manche Sachen glücklich, auf der anderen Seite war ich wieder ein bisschen frustriert. Aber, da können wir morgen Abend vielleicht mal ein bisschen genauer drauf gehen. Kenny, ich putze gerade die ganze Bude. Hast du eigentlich Starfield angedaddelt? Starfield ist so ein Thema. Nachdem ich mir Videos angeguckt habe und jetzt auch so ein bisschen bei anderen Streamern ein bisschen Starfield angeguckt habe, von dem, wie es ist, ist es halt einfach kein Spiel für mich, muss ich sagen. Ist klar, es ist ein typisches Bethesda-Game. Dementsprechend darf man auch nicht
extrem hohe Ansprüche stellen. An sich, das, was ich sah, sah ganz gut aus, auch wenn es, glaube ich, jetzt am Anfang noch ein bisschen Bugs hatte und ähnliches. Ich weiß nicht, wie das eventuell schon gepatcht wurde. Muss ich einfach zu dem Punkt kommen, dass es einfach nichts für mich ist. Jeder, der Spaß damit hat, wünsche ich auch seinen Spaß und viel Spaß mit dem Game. Aber mich catcht es halt null, deswegen ist es halt nichts für mich. Ich hänge eher momentan noch in Final Fantasy XIV fest, was extrem viel zeitintensiv ist, was aber mega viel Spaß macht und nebenbei halt Sea of Stars spiele, weil das Spiel ist, sorry, wenn ich das sage, also ist meine Meinung, Sea of Stars ist für mich Game of the Year aktuell. Auch wenn es andere sehr gute Titel dieses Jahr gibt, man muss mal bedenken, was dieses Jahr alles rauskam mit Hogwarts Legacy, Zelda Tears of the Kingdom, Starfield kam jetzt raus, wir haben Baldur's Gate 3, wir haben so viele gute Spiele dieses Jahr geliefert bekommen, tatsächlich. Wo ich sagen muss, alles super Spiele, aber für mich Sea of Stars, die Musik, die Atmosphäre, die Story, geiles Spiel für mich, Game of the Year bis jetzt. Aber es kann noch was kommen dieses Jahr, man weiß ja nicht. Und da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Also für mich ist es zwar Game of the Year, aber für andere ist es Baldur's Gate bis jetzt Game of the Year und ähnliches. Wollte zocken, aber dann kam Dark Souls 1 in die Quere. Ja, Dark Souls habe ich mich bis jetzt noch gar nicht rangetraut. So, die ganzen Souls-Spiele, weiß nicht, ob die was für mich sind. Ich gucke sie mir gerne an. Aber ob das eine Herausforderung für mich ist, ich weiß es nicht. Ich müsste mich vielleicht mal dran trauen, mal einfach mal probieren. Aber ich weiß es nicht so ganz. Ich weiß es nicht so ganz. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein bisschen rumgeschnackelt. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken jetzt, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen in die Livestream und machen mit Mario Odyssey weiter. Da haben wir vor einer Woche angefangen. Es sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Sind jetzt aktuell im vergessenen Land, soweit ich das weiß. Und mal gucken, wie weit ich heute komme. Wie gesagt, so Maximum 15 Uhr wäre angedacht, weil ich dann noch Olli abholen muss und vielleicht vorher noch was essen möchte. Dementsprechend vielleicht auch schon um 14:30 Uhr heute, Tuck. Das werden wir mal sehen, wie weit wir kommen und wie es mein Hunger auch irgendwann sagt. Jo moin, Magen. Hi. Nebenher. Switch. Aber die Livestream. Sollte eigentlich alles an sein. Perfekt. Und wir gehen in Mario Odyssey rein. Let's go. Liebe schöne Monster Hunter Controller. Gengar hat es ja auch bequem gemacht. Perfekt. Gengar guckt immer schön ein bisschen zu. So, ja. Wie ich schon mal besten Mal gesagt habe, das ist eigentlich nur ein reiner Casual-Lauf. Das heißt, jetzt nichts mit 100% oder Speedrun oder speziellen Tricks oder ähnliches. Aber die Musik ein bisschen. Game Capture ein bisschen leiser, damit man mich ein bisschen versteht. Das habe ich nämlich beim letzten Stream so ein bisschen gemerkt, dass teilweise das Spiel ein bisschen zu laut war, weil ich es vielleicht jetzt ein bisschen zu leise gedreht habe. Mach's mal so auf 16, minus 16 Dezibel. So ungefähr dürfte es dann passen. Das heißt natürlich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Genau, wir sind hier gelandet. Mal wieder in die Steuerung reinkommen. So. Das kann ich, gab es hier direkt schon einen Punkt. An sich viele Module muss man hier nicht sammeln. Wuppa. So. Ah, nee, das war das. Ah, ja, ganz vergessen. Der Sack klaut mir ja mein Käppi. I forgot it. Einen wunderschönen Mittag, lieber Waden. Ich hoffe, dass ich. Oder Waden. Ich glaube, Waden hört sich ein bisschen eingedeutscht an. Ich sage einfach mal Waden. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag bis jetzt. So alt ist der Tag ja bis jetzt noch nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittag. Und viel Spaß mit Mario Odyssey. Casual Run, wie gesagt, keine große Sache heute. Einfach nur ein bisschen, just for fun, den Tag noch ein bisschen ausklingen lassen. Ich wollte watzen, aber hab mich verschrieben.
Watson oder Watson? Eingedeutscht oder Englisch? Weil Watson hört sich dann tatsächlich eher so an wie ein bisschen Sherlock Holmes, ne? So Dr. Watson und so. Deswegen weiß ich es nicht. Englisch, also bleiben wir bei Watson. Passt eigentlich ganz gut. Ja, okay, Tippfehler beim Namen eingeben ist schon einigen Leuten passiert. Ich erinnere mich, damals habe ich auch so ein paar Fails gehabt, aber... Das, ja. Wie war das hier nochmal? Warte mal. Ja, Cappy, sei doch einfach ruhig. Ich komme gleich zu dir. Hilfe, Hilfe. Ja, ist okay. Weiß gar nicht, der fliegt ja jetzt erstmal woanders dahin. Er fliegt oder wieder rüber. So, Elevate und bye! Ich weiß nicht, sobald man ohne Cappy ist in dem Spiel, das ist so ein bisschen der Moment, wo man sich ein bisschen hilflos fühlt in dem Spiel. Obwohl man eigentlich von den alten Mario-Spielen ist eigentlich anders da gar nicht gewohnt ist. Es hat man sich hier in dem Spiel so an Cappy gewohnt. Das ist unglaublich. Ist es ein erster Playthrough? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das Spiel schon 2-3 Mal an sich storybasierend durchgespielt. Nie 100% tatsächlich. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich kein Mensch der Langzeitmotivation. Deswegen ist es leider so. Aber ja, mir macht das Spiel immer mal wieder Spaß, just vorne ein bisschen zu zocken. Und wie gesagt, ich bleibe einfach ein bisschen bei Casual, weil mich jetzt dahin alles reinzufinden... Ich weiß nicht, ob ich so die Motivation dafür hätte. Nur der Sprung. Yep. So in diese ganzen Tricksereien und was es alles gibt. Also, bin mal weiter, noch ein paar Sachen zu erledigen. Alles klar, Luna. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und wenn du mal Zeit hast, kannst du gern vorbeischauen. Ich renne mal nicht weg. Die nächste Stunde auf jeden Fall. Und... viel Spaß. So, nun nicht jetzt erstmal wieder akklimatisieren. Hey, das ist. Ah, genau, das waren die Dinger. Nein. Jetzt mal hier rüber. So, schnappen uns das erstmal. Du machst Speedruns? Ich könnte das absolut nicht, also. Erstens, mein Gameplay ist teilweise echt katastrophal. Nummer eins. Und Nummer zwei, ich glaube, da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit, sowas zu lernen tatsächlich. Da ich sage, ich lerne jetzt die ganzen Speedrun-Tricks und ähnliches. Nimm du das mal. Das war dämlich. Fehlt mir auch so ein bisschen, glaube ich, die Zeit dafür. Auch wenn es definitiv interessant ist, so eine Sache. Aber ich habe da tatsächlich irgendwie nicht so den Nerv dazu. Speedruns gerne. Oh, dann würde ich da tatsächlich vielleicht auch mal bei dir tatsächlich vorbeischauen, weil ich gucke mir tatsächlich Speedruns echt mega gerne an. Klar, kommt immer aufs Spiel drauf an. Aber ich gucke es mir immer gerne an. Was ich so ein bisschen probiert habe, war ein bisschen Mario 64 Speedruns schon. Aber auf der PAL-Version tatsächlich, also nichts Großes. Da hatte ich so ein bisschen meinen Spaß schon zwischendurch. Weil ich so gesagt habe, komm, unter einer halben Stunde ist schon mal gar nicht schlecht mit 16 Sterne Speedrun. Hat ganz gut geklappt. Ganz gut geklappt. War ein bisschen close, aber das hat ganz gut geklappt. So, ich weiß gar nicht, hier oben gibt es auch noch mal einen, ne? Mario 64 ist auch ein gutes Spiel, definitiv. Ich bin damit groß geworden. Also, die N64-Zeit ist so ziemlich die Ära, mit der ich halt letztendlich auch groß geworden bin. Hier musste man doch irgendwie... Gibt es hier nicht irgendwo eine kleine Insel genau da vorne? Mal gleiten wieder. Um da rüber zu kommen, ne?
Das war so meine Zeit. An was ich mich gerne auch mal probieren würde, tatsächlich. Einfach weil ich das Spiel über alles vergöttere. Und es ist Banjo-Kazooie tatsächlich. Da würde ich gerne mal Speedrun-Versuche machen. Dafür müsste ich mich aber auch dementsprechend erstmal komplett reinfinden. In die Game-Mechanik und ähnliches. Bei Banjo-Kazooie. Ich liebe das Spiel über alles. Und mich da mal reinzufuchsen, wäre bestimmt auch mal interessant. Was mache ich hier eigentlich, Junge? Razor, sei freundlich. Ja. Nein, ich bin so dämlich. Kennst du Watson? Watson? Tatsächlich sagt mir das jetzt nichts, aber du kannst mir gerne auf die Sprünge helfen. Vielleicht kenne ich es auch nicht. Ich habe manchmal mit Begriffen auch so ein bisschen meine Probleme tatsächlich. Aber du darfst mir gerne ein bisschen auf die Sprünge helfen, falls ich gerade sowieso wieder auf dem Schlauch stehen sollte. Gab es hier unten nicht so einen richtig miesen Mut? Einer der besten Splatoon-Spieler in der Splatoon ist auch so ein unglaublich fucking geiles Spiel. Muss ich auch mal wieder ein bisschen spielen. Wobei ich das vielleicht auch mal im On-Stream spielen könnte. Aus dem Grund, weil im Multi macht es einfach viel mehr Spaß, wieder alleine irgendwie durchzurushen. Deswegen wäre das Überleben vielleicht auch mal wert, zu sagen, hey, ich mach da mal wieder ein bisschen was. Ich war schon seit dem ersten Teil, ja. Okay, ich muss sagen, ich habe erst beim 3 angefangen. Ich habe vorher nie so diese Lust auf Splatoon gehabt. Es kam jetzt erst mit dem neuen Teil dazu, der mir aber extrem gut gefallen hat. Auch von der Story her, also auch vom Singleplayer-Modus, fand ich den echt gar nicht mal so übel. Dass ich da echt meinen Spaß dran gefunden hatte. Hier muss man doch einfach so rüberkommen. Und Watson ist mein großer Bruder. Ah, nice. Nice. Aber ich glaube, wenn ich mit einem großen Bruder spielen würde, ich würde da gnadenlos untergehen, wenn er wirklich der beste Spieler ist. Aber hey, nice. Nice. Wie gesagt, in so Splatoon müsste ich mich nochmal so ein bisschen. Es gibt einfach viel zu viele gute Spiele. Das muss man einfach letztendlich auch sagen. Oh, warte mal, ich geh mal rein. Ihr spielt zusammen. Nice. Ja, es sind so viele gute Spiele, die man, wenn man sie vielleicht auch ein bisschen mehr trainieren würde und ähnliches, sind es geile Spiele. Also in den Competitive-Bereich zu gehen, habe ich einfach arbeitsbedingt halt einfach auch nicht so die Zeit, dass ich sage, jo, ich kann jetzt Competitive, das Einzige. Na, Competitive spiele ich eigentlich gar nichts. Wenn wir ehrlich sind, ich bin ganz okay in Smash, aber das ist auch nur ganz okay. Das heißt, wenn jetzt wirklich solche Dinge kommen. Nein, ich wollte nicht bomben. Hast du Splatoon 3? Ja, hab ich. Aber wie gesagt, es ist so. Ach Gott, wie lange habe ich da gespielt? Ein paar Stunden bis jetzt. Also. Hauptsächlich aber auch so ein bisschen, muss ich sagen, die Hauptstory. Mit der ich wirklich meinen absoluten Spaß hatte. Und ein bisschen online tatsächlich, aber so, dass ich sage, ich habe sehr viel gespielt und jetzt würde ich sagen, ey, ich bin gar ganz okay drin, ist jetzt leider nicht der Fall. Aber wie gesagt, mal wieder so ein paar Runden Splatoon, würde ich auch nichts dagegen sagen, ich muss mich halt erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen. Ich bin, was sowas geht, wenn es dann um Langzeitmotivation bei vielen Spielen geht, bin ich einmal auch ein bisschen eine faule Sau, würde ich sagen. Eine Runde mit 12 Kills, nice. Nein, hoppa, ich wollte den kapern.
Watson, Dankeschön für dein Follow. Willkommen, Ergil. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. So, lass mal wieder hier rum. So, jetzt habe ich meine Monde eigentlich zusammen, ne? Das heißt, ich kann dieses elende Land, was ich sowieso nicht mag, ein bisschen verlassen. So. So. Cityland. Oh ja, Cityland ist nice. Müsste jetzt als nächstes kommen, ne? Cityland ist schon richtig nice. Ziemlich viele kleine Sachen, die man machen kann. Oh, der See ist repariert. Yeah. And fly me to the moon. Ne, das kommt erst später. So. Cooles Gänger im Hintergrund. Ja, das habe ich meiner Frau mal geschenkt. Und das passt eigentlich saugut, da hinten hinzusetzen. Weil ich einfach keinen Greenscreen nutze, bis jetzt. Deswegen versuche ich irgendwie den Hintergrund so ein bisschen auszugestalten. Mit hier, mit Gengar oben. Da haben wir von Tears of the Kingdom einen schönen Aufsteller. Hinter mir, das sieht man ein bisschen schlecht, logischerweise. Das längliche da hinten, das hier, ist von der diesjährigen Gamescom, das Bundle, also wo man umhatte. Mal gucken, was so für den Hintergrund noch kommt. Ich muss auf jeden Fall vielleicht noch ein paar Beleuchtungen hinten ran klatschen, vielleicht einfach bloß. Hier oben. Hier über mir tatsächlich vielleicht ein R, ein beleuchtetes, für Razor McNeil. Aber das sind so Sachen, die kommen in Zukunft vielleicht mal noch. Aber ja, gucken wir mal. Die Geißel auf dem Hochhaus. Lückenfüller. So in die Richtung. Und schau mal. Großer Schiff, auf geht's. Ah, sieht lang war ja am Anfang noch so. So eklig regnerisch, ne? Muss ich mit ihr reden? Ich weiß nicht, was ich mit ihr reden musste. Dann gab es am Anfang direkt die Möglichkeit, irgendwelche Monde schon zu sammeln. Ich glaube, wenn dann. Ja. Das kann ich. Das war jetzt auch ganz okay. Gab es hier schon irgendwas zu holen? Nicht noch irgendwas. Bin gerade nicht so safe. Ich muss einfach sagen, es ist auch viel zu lange her, dass ich das Spiel wirklich angefasst habe. Die Erinnerung ist bei 0. 0, nothing. Ganz schön viel fiese Krabbelviecher. Die sind doch putzig. Nein, das ist doch ein Problem aus. Einfach mit Käppi drauf, dann geh mal durch. Oh, das ist schon mal, oder? Yay! Yeah. Way! Okay. Das muss ich nicht gut. Ich fühle mich, als würde ich das erste Mal das Spiel spielen. Das ist schon lustig. Das macht schon Spaß. Moin. Ja, genau. Wirf das Kippe so, dass du wunderbar Reise machst hier. Cityland Nacht ist für meine Speedruns das schwerste. Okay. Aus welchem Grund? Ist es einfach an sich wegen den Stellen, an sich wegen Speedrun-Stellen, die man recht gut machen muss? Oder an was liegt's? Sehe ich, dass du sagst, dass das tatsächlich nachts bei Speedruns echt ein bisschen schwierig ist. Oh. Der Boss. Ah. Okay. So dämlich. Okay.
mehr Fail als alles andere. Jetzt brauche ich die zwei, ja, um da oben ranzukommen. Ich denn nach. Egal. Na los, komm her. Das würde ich hier mitnehmen. Boom. Da geht's auf jeden Fall schon mal rein. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir doch gerne mit. Es gibt einen Trick, da kannst du das alles skippen. Boah, ich glaube, ich hab's mal gesehen. Ich habe mir mal ein, zwei Speedruns auch mal angeguckt gehabt. Aber ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wüsste noch, wie das war. Da müsste ich wirklich lügen. Na, nimmst du die Mitflecken? Sagen wir, machen das Nachtzeug jetzt erstmal durch, weil an sich eine Runde gibt es ja genug zu sammeln dann. Das sieht so verdächtig aus. Den hätte ich gerne. Wow, 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 wow. Don't do this, Mario. Schwinden der Prise. So. Was ist denn schon hier? Im Gebäude. Da gibt es auch die Möglichkeit, ne? Warte mal. Wenn du, glaube ich, hier ganz nach oben gehst, kannst du doch mit irgendeinem Longjump und Ding bis rüber, ne? Das ist auch so ein Speedrun-Trick, den habe ich mal gesehen. An den erinnern, tatsächlich, habe ich tatsächlich mal gesehen gehabt. Ja, ja, ja. Aber ich müsste jetzt sagen, ich könnte das nicht. Deswegen habe ich immer Respekt an alle Speedrunner, gerade bei so Sachen, wo ich sage, Respekt, dass ihr das immer so gut hinbekommt. Ich bin motorisch einfach eine Miete, weil ich sagen würde, das wird nichts. Wenn wir schon da sind, nehmen wir die auch mal. Hoppa! Ist auch sehr schwer, ja, glaube ich tatsächlich. So ein Kleinjump ist, egal wo man es hat, schwierig. Wenn ich bedenke, Mario Maker 2, wenn du da Level hast mit so diesen Kleinjumps, dann boah, auf gut Glück einfach mal springen, ne? Weil ich glaube, wenn man so einen Speedrun trainiert, dann merkt man sich auch, glaube ich, extrem die Stellen, wo man ungefähr abspringen muss, um dementsprechend das auch alles so zu erreichen, wie man braucht. Man muss hoffen, ja. Hoffen und beten, dass das alles funktioniert, ne? Ich glaube, hier sind wir schon so weit durch, ne? Genau. Oh, grüne Schatz. Nehmen wir mal mit. Dann schauen wir hier irgendwas. Ne, war nichts, okay. Immer erstmal umgucken, wenn ich vielleicht irgendwas aus Versehen jetzt wieder übersehe. Boing. Hey, hast du nicht gesehen, ne? So. Schon sind wir hier oben, ne? Wo kommt dieser komische Boss?
bin hier gerade einen Elite-Jump. Oh, welchen? Beziehungsweise wo? Das sind die Beine. Nur für Flex. Flex ist auch wichtig. Bis gleich. Warte, warte, da oben. Hi, hi, willst du für mich einkaufen gehen und die Bildtonne 2 Etagen runtertragen? Nee. Möchte ich nicht. Aber nee, geht so. Tut mir leid. Heute nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Schade. Well, sorry. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen angenehmen Freitag gesetzt. So, ist das Thema auch erledigt. Now what? Die werden auch Crack-Jumper genannt. Okay. Ich habe es aus dem Bett geschafft und muss die Tonne in den Keller bringen. Und wenn ich dabei bin, kann ich einkaufen. Rein theoretisch kannst du da alles auf einen Schlag erledigen. Ne? Also könntest du. Ich. Das kommt später erst. Aber die Motivation ist immer so schwierig, ne? Wenn es ja selbst ins Haushalt geht, ist meine Motivation teilweise gleich null. Moin. Ja, dann nicht. Ja. Freispringen. Hab gehört, dass es heute Gyros oder so gibt. Gyros. Gyros. Mario Party. Okay, den sammeln wir mal. Kyros? Kyros ja schon. Kyros hab ich. Oh Gott, was war das? Ah, das war so dämlich.
Gott, die Steuerung ist echt scheiße. Die Steuerung ist voll kacke. Gott, die Steuerung ist... Echt eine scheiß Steuerung. Und fahren wir rückwärts rein. Wenn ich es hinkrieg. Well. So. Oh, noch einige, eben einen. Direkt mal runter. So war das. Kannst du hier hinten nicht irgendwo? Genau. Tatsächlich erinnert. Na dann. Ich wollte eigentlich gerne. Warte. Nein, bleib doch. Eigentlich so verschieden, dass du mir jetzt nicht auf die Nerven gehst, danke. Rüber. So. Ist auch erledigt. Hast du jetzt mit Pyrrhus erwähnen müssen, dann krieg ich gleich wieder Hunger. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Ich bewege mich dann mal Richtung Draußenwelt. Tu das! Viel Spaß in der Draußenwelt. Direkt wieder runter. Also erledigt. Danke, du musst Festival, ich möchte der Stadt gerne Nachbarkeit, Überraschung, meinst du, findest Musiker, ja. So. Ja. Ja, wir haben Musik, wir haben Schlagzeuger. Der Rest kommt alles noch. Überlegen, wo die restlichen waren. Da hinten war einer. Ist.
Yay. Warum hat er so eine tiefe Stimme? Yay. Bassist ist dabei. Überall rein, wo wir rein können. Ach, das ist der Scheiße. Ich springe auf den Köpfen der Leute rum. Und tschüss. Wow. Thank you. Gab's hier nicht am Anfang sogar noch irgendwas? Warte mal. Well, lol. Ich gebe ab. Hier trainiere ich immer. So siehst du aber definitiv nicht aus, Kollege. Nein! Wow, falsche Richtung. Ja, genau. Ja, genau. Lass einfach los. Ist okay. Voll lang oder hoch. Boah, ich glaube, ich muss noch auf die Toilette. Ja, geht her. Was für ein Athlet. So wollte ich dann. Danke. Zack. Was ist denn das jetzt? Did it. Oh, so, ich würde aber demnächst eine ganz kurze Pause machen. Am besten jetzt, weil ich muss ganz dringend wohin. Dann machen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch so eine halbe Stunde etwa. Da kann ich noch was essen, bevor ich dann Euli abholen gehe. Ich glaube, das passt ganz gut. Wo komme ich hier überhaupt hin? Nirgends. Einfach bloß hier oben. Cool gewesen, wenn ich hier hätte runterspringen können und irgendwas gefunden hätte. Gut. Dann machen wir mal ganz kurz hier Pause. Ungefähr 5 bis 10 Minuten. Bis gleich. Thank you.
Ups. Ich glaube, ich war ein bisschen zu lange weg. Die Musik hat es nicht mehr überlebt. I'm sorry. Weil es ein bisschen länger gedauert, kurz. Hier vorne raus einfach. So. Genau, wir waren noch auf der Suche nach den Musikern. Ich glaube, direkt am Anfang war einer. Nächster Mond. Letzter war oben irgendwo, bin ich mir fast sicher. Ich glaube, der letzte war drüben. Kann das sein? Nein, nicht ganz. Au. Ja, doch, da drüben ist er. Okay. Fast richtig. Könntest du bitte aufhören, so einen Spaß zu machen? Oh Mann, ich will doch einfach nur einen Long Jump darüber machen. Als ob er das nicht macht. Nur darüber. Macht er tatsächlich. Okay. Warte. Also wir hier landen. Oben wahrscheinlich. Nein, nein. Ah, nein. Mann. Mach doch bitte einen Seitwärtssprung, du kleine Pappen. Müsste ich doch eigentlich dann rüber da, darüber kommen. So. Nein, 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 nein. Ich bin so dumm. Komm, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Ja. Bing. Strom.
Wir brauchen noch Strom. Ja, hopp. Ah nee, was macht er dann? Jo, ich lasse ihn hier. So, zurück vom TÜV und hi, hi Cthulhu. Ich sterbe hier, weil ich dämlich bin. Wollen wir es einfach mal so ausdrücken. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast bis jetzt einen angenehmen Tag. Ja, klar. So weit, so gut. Müde halt. Müde. Müde bin ich. Geh zu Ruhe. Schließe meine Äuglein zu. Aber ein anderes Thema. Ach ja, müde sein. Was passiert? Warte, da oben. Ja. Nehmen wir noch mit. Da drauf. Oh, der tat weh. Der tat richtig weh. Der war richtig dämlich. Oh, ich bin doch so ehrlich. Oh, ich bin echt so dämlich. Junge. So, jetzt noch Reifen wechseln und TÜV für das andere Gefährt organisieren. Ist halt immer was. Kenne ich nur zu gut. Aber es geht vielleicht auch irgendwann demnächst mal vorbei. Vielleicht. Es wäre ja langweilig, wenn... Wäre ja langweilig, wenn ich eh mal irgendwas wäre, würde ich sagen. Saft fürs Kraftwerk. Okay, das hört sich jetzt irgendwie nicht so richtig an. Und voller Erschrecken festgestellt, etwa 6 Monaten ist Halbmarathon. Ich muss dringend mit dem Training anfangen. Oh, okay, dann tue das. All die Monde haben, die da drin sind. Nicht? Schade. Wundervoll. Festival.
Ja, let's go. Yes. Ein traditionelles Festival. Also, was müsste jetzt sein? Ja. Easy. Okay, da oben, alles fresh. Dong, 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 dong. Und tschüss. Wäh, müsste es mal. So, das war's schon. Yay, Party! Woohoo! So, dann füllen wir mal die Odyssee auf. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Jawohl. Ja moin. So, spielt sich wieder. Polarland oder Küstenland? Ich bin für Küstenland diesmal. Let's go. Bla 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 bla, auf nach Küstenland. Bergtermin in unter einer Woche. Irgendwas ist kaputt. Vielleicht haben sie ausnahmsweise mal Zeit. Was weiß ich. Aber da stimmt irgendwas nicht.
Schlürf, 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 schlürf. Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, machen wir für heute auch Schluss, weil mein Magen meldet sich extrem gerade. Es wird Zeit für was zu essen tatsächlich und ich muss ja auch bald Euli schon abholen. So, deswegen bam, bedanke ich mich, auch wenn es kurz war heute, für die Aufmerksamkeit. Ich denke, dass wir uns morgen wiedersehen, morgen Abend schätze ich mal. Wünsche euch dementsprechend noch einen wunderschönen Freitag. Einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich morgen nochmal. Werde ich aber dann sehen, ob Euli morgen Abend was geplant hat oder nicht. Und ich werde jetzt erstmal was essen, weil ich habe Hunger. Und demher wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Razor. Bye, bye.